Messi-Dasein hinter mir. Boah, Alter, krass, wie viele Sachen. Und das ist nicht übertrieben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute alle Sachen von mir aufgebahrt, was irgendwie Beauty, Körperpflege angeht. Und zwar mache ich aktuell das Minimalismus Game, das heißt, ich sortiere am Tag 1 eine Sache aus, am Tag 10 10 Sachen, am Tag 20 20, wer es nicht kennt. Und ich dachte mir heute, ich nehme mir mal hier so meine ganzen Sachen vor und guck mal, von was man sich da so verabschieden kann. Jetzt ist das allerdings doch tatsächlich erschreckend mehr, als ich mir das vorgestellt habe und dachte, da kann ich doch gleich ein ganzes Video draus machen. Also in dem Minimalismus-Game seht ihr dann, wie viele Teile ich auf die Tage verteilt habe, denn das hier ist definitiv mehr als einer, denke ich, weiß ich nicht. Aber ich sage euch eins, ich habe so viele Sachen immer noch hier auf Backup und wo ich noch nicht aufgebraucht habe von meiner Missy Beauty YouTube Zeit. Ich kann euch mal ein Video unten verlinken. Das Ganze hat sich damals der Duschgel Messi genannt. Da seht ihr, dass das hier eigentlich gar nicht mehr so viel ist im Vergleich zu früher. Natürlich immer noch viel zu viel für den normalmenschlichen Bedarf. Ich würde sagen, holt euch mal einen Kaffee. Ich habe schon einen. Und dann sortiere ich das erstmal nach Kategorien. Alter, leck mich doch am... Wow, das ist krass. Das ist krass. Richtig, richtig krass. Ich habe noch Sachen in der Dusche, aber die lasse ich dort, wo sie sind, weil die werden benutzt und nach und nach aufgebraucht, deswegen stehen sie ja dort. Aber die Sachen, wo hier stehen, gut, manche Sachen habe ich auch aus dem Badschrank geholt. Die sind auch in Benutzung, aber irgendwie auch nie so richtig. Und ich bin... sprachlos. Also das Duschgelmonster, das irgendwie mal so 40 Duschgels auf Backup hatte, weil es jede Limited Edition hinterhergerannt ist, hat jetzt noch 4 Stück auf Vorrat. Dazu muss ich aber erklären, das hier, das ist das letzte Überbleibsel von damals, aus diesem besagten Video. Das hier habe ich mir mal irgendwann gekauft, weil das habe ich sehr, sehr gerne für ein Fitnessstudio nach dem Sport benutzt. Und dann habe ich hier noch 2 Kandidaten stehen, die habe ich mir beide nicht gekauft. Ich schwöre euch, ich habe seit... Wann habe ich mein erstes Minimalismus-Video hochgeladen? 2016. Kein einziges Duschgel mehr gekauft. Das hier habe ich geschenkt bekommen und das hier habe ich auch geschenkt bekommen. Also von daher... ich kann euch sagen, mit einem großen Vorrat an Duschgelen kommt man sehr, sehr lange aus. Nicht ein Leben lang, aber sehr, sehr lange. Wir haben jetzt 2022. Das hier sind alles Sachen für den Körper. Entschuldigung für den Pfand im Hintergrund. Ich bin gerade am großen Tisch und ja, wir hatten hier immer den Pfand. Auf jeden Fall sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sachen für den Körper, also Bodylotions und so. Außer das hier, das nehme ich raus, das ist meine Tattoo-Creme. Das ist krank. Genauso krank ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Handcreme. Oh nee, die ist falsch, das ist keine Handcreme, das ist eine Maske. 7 mal Handcreme und eine habe ich jetzt schon verschenkt, die habe ich in Vinted-Paket gemacht. Und eine ist meine Handtasche in Benutzung. Dann haben wir hier die Kategorie Gesichtscreme und Masken. Ein Shampoo, denn ich möchte jetzt auf Trockenshampoo umsteigen, wenn mein letztes Shampoo leer ist. Ein Body Mist von Witrels, ein Rasierschaum auf Backup. Das hier sind alles Sachen für die Haare, verschiedenste Sachen. Achso, das kann man eigentlich dann hier dabei schieben. Das hier sind alles so Gesichtsreinigungssachen, 4 Deos und ein paar Fußsachen. Ah, und zweimal Peeling. Und das gehen wir jetzt zusammen durch. Also mein erster Grundgedanke ist natürlich, ist es nicht besonders nachhaltig, jetzt ganz viele Sachen auszusortieren und wegzuwerfen. Das Blöde bei der Sache ist, manche sind schon relativ alt, sehr relativ alt und noch offen dazu. Und das würde ich ungerne jemandem geben. Und die andere Sache ist, manche sind aber wirklich noch, die riechen noch normal und alles. Und irgendwie möchte ich schauen, dass ich das alles nach und nach aufbrauche und mir da vielleicht eine eigene Challenge draus bastele und mich zwinge, die Sachen einfach aufzubrauchen.
Also wirklich nur Pflegeprodukte, kein Make-up oder irgendwas. Pflegeprodukte. Und so. Und ich weiß ja, was gut ist, weil ich kaufe ja nämlich eigentlich so gut wie überhaupt nichts mehr. Also wenn ich zu DM gehe und dann, weil ich Rasierklingen kaufe. Und das war es eigentlich. Und von daher weiß ich, was für mich sehr gut funktioniert. Und würde dann auch nur noch diese Sachen eben nachkaufen. Dann schauen wir uns den ganzen Firlefanz hier mal an. Fangen wir doch einfach mal bei den einfachen Sachen an. Und das wäre die Sachen, die wir einzeln haben. Und zwar ist das von Witchrills ein Hair and Body Mist. Und ich schwöre euch, das riecht so geil. Aber ich benutze das nicht. Ich weiß nicht für was. Ich sprühe mir das nicht auf den Körper und auch nicht in die Haare. Und deswegen ist es eigentlich komplett unnötig. Und deswegen würde ich sagen, geht das. Rasierschaum muss ich ganz ehrlich sagen. Ich rasiere mich jetzt schon sehr, sehr lange oder sehr, sehr oft ohne Rasierschaum. Habe eigentlich auch in näherer Zukunft von mir keinen mehr zu kaufen. Den hier werde ich jetzt natürlich noch aufbrauchen. Den habe ich sogar schon benutzt. Der ist auch auf. Mein jetziger, der ist nämlich auch fast leer. Dann benutze ich den. Dann versuche ich einfach mal ohne auszukommen. Also kommt das auf den Behalten- und Aufbrauchstapel. Dann machen wir beim Thema Gesicht weiter. Und zwar habe ich hier sage und schreibe drei Gesichtscremes. Offen tatsächlich. Das ist einmal die Nivea Soft, dann Nivea Tagespflege und von La Roche-Posay Eau Claire Douce. Wie man das auch immer ausspricht, keine Ahnung. Die ist gegen Hautunreinheiten und die finde ich echt gut. Und das ist eigentlich eine ganz normale Creme, die ist auch gut. Und die würde ich beide gerne behalten. Jetzt habe ich die Nivea Soft Creme. Und ja, ist halt Nivea Creme, ne? Aber die benutze ich nicht. Und ich würde sagen, ich nehme sie als Körpercreme. Aber ich habe hier auf meinem Körpercreme Body Lotion Stapel so viel stehen. Von daher geht die. Und dann habe ich zwei Gesichtsmasken in der Tube. Das eine ist eine Black Mineral Mask und das andere ist ja, eine Face Mask. Ist auch gegen Unreinheiten und die behalte ich beide und brauche sie auf. Dann habe ich auch geschenkt bekommen, gerade jetzt erst vor kurzem, diese Maske hier. Die brauche ich auf. Maske und Maske und Maske. Und ich würde sagen, die brauche ich jetzt einfach mal auf und dann sind sie einfach weg. Ich frage mich gerade, ob das Video hier Sinn macht. Ich habe Fußsachen. Und zwar habe ich ein Peeling schon unendlich lang auf. Und das kommt jetzt auch mal weg, weil benutze ich nicht. Zweimal eine Fußcreme mit Shea Butter. Und die eine, die benutze ich gerade. Ich glaube, das ist die. Die ist leichter. Und die hier, die benutze ich dann auch mal und brauche die auf. Und jetzt habe ich noch hier so zwei Kandidaten. Ich glaube, die sind beide noch geschlossen. Ja. Die riechen übrigens super geil. Aber auch das benutze ich einfach nicht. Also kommen die weg. Ich habe vier Deos an der Zahl hier stehen. Das hier, das habe ich mir gekauft im Sommer, weil ich das immer sehr gerne zwischen meinen Oberschenkeln benutze. Das ist so, ja, der Game Changer bei X-Beinen oder kräftigeren Beinen, die aneinander reiben. Da ich zugenommen habe, habe ich das Problem wieder. Hatte ich vorher 3 Jahre nicht. Da wir aber im Urlaub waren, es war heiß, ich hatte Röckchen, Kleidchen und Shorts an, musste ich halt einen Problemlöser holen und habe mir den hier gekauft. Jetzt über Winter, also versuche ich ihn zumindest aufzubrauchen und benutze es als normales Deo in Kombo bzw. Abwechslung mit dem hier. Rexona Maximum Protection ist das Deo schlechthin, ist super geil, schützt mich, egal wie sehr ich schwitze wie ein Schwein, bin ich im Kurs, im Fitnessstudio oder sonst was, ich stinke nicht, ich bin geschützt, ich schwitze nicht, das ist das Beste. Und deswegen werde ich die hier auf jeden Fall aufbrauchen, alle beide und mir danach wahrscheinlich auch beide wieder nachkaufen, wenn ich mich abnehme und meine Beine nicht wieder REM. Das ist schon urewig auf, wirklich ewig. Das mache ich jetzt auch einfach mal weg. Ich mag hier diese Roller eigentlich gar nicht, diesen Nass, dann schmießt du dir das unter die Arme und dann nee. Ja, genau, der ist zu. Der hat hier noch das Hygienesiegel dran und der kommt auf den Wegstapel für andere Menschen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, werden wir nie fertig. Wir machen weiter mit Haare und da habe ich hier so ein doppeltes Teil, also das ist Shampoo und Spülung in einem. Das habe ich mir gekauft für
für in die Saunatasche. Wir gehen ganz gerne in die Sauna. Das Shampoo, über das wir gesprochen haben, bleibt natürlich auch da. Das hier sind die beiden Sachen, die ich immer wieder nachkaufe und auch immer wieder benutze. Das ist einmal mein Hitzeschutzspray von Langhaar-Mädchen und dieses Express-Spülung, was auch immer, von Gliss-Kur. Das macht, dass die Haare einfach super mega kämmbar und sehr glänzend sind. Und die beide, die benutze ich immer. So, jetzt haben wir hier wieder Kandidaten stehen, die benutze ich eigentlich nie. Das wäre zum einen Blow Dry Spray Schöner Föhnen Anti-Frizz von Balea, so gut wie voll. Dann habe ich von Syos ein Anti-Frizz, benutze ich eigentlich nie. Und dann habe ich noch ein Anti-Frizz Clutch Spray von Balea, benutze ich auch nie. Und dann habe ich ein Balea Winter Protect Haarmilch. Die soll antistatisch wirken gegen elektrische Haare. Ich habe ab Herbst super fliegende Haare bis fast in den Sommer rein. Und das bringt nichts, gar nichts. Das Einzige, was es bewirkt, ist, dass meine Haare schneller fetten, obwohl ich es wirklich nur in die Längen mache. Und deswegen ist heute der Tag der Tage. Heute geht's. Ich würde mich für das Syos entscheiden, das versuchen aufzubrauchen, wenn das hier leer ist. Ich weiß nicht warum, aber es ist so ein Bauchgefühl. Weg, weg, weg. Widmen wir uns den Handcremes. Die ist saugut von Rituals. Meine allerliebste Lieblingshandcreme eigentlich. Neben der von Mary Kay. Die ist. Also die hier, die ist wirklich super leer. Fast. Die steht neben meinem Bett am Nachttisch. Die brauche ich auf. Die brauche ich auf. Die hier ist auch von Rituals, aber leider finde ich die überhaupt gar nicht so gut. Deswegen kommt die weg. Ich fand die ganz fancy mit dem Spender, aber ne. Die werde ich auch aufbrauchen wollen. Die ist sehr gut von The Body Shop mit Shea Butter. Was ist denn? Die hier von Balea, die finde ich nicht gut. Die kommt weg. Dann habe ich hier wieder zwei Kandidaten stehen, die ich mir nicht selbst gekauft habe, weil ich der Meinung war, ich habe genug Handcremes. Die zwei. Aber ich bin nach wie vor ein Verpackungsopfer und die sind einfach vegan und das ist einfach so voll mein Ding. Und von daher würde ich die einfach ungerne hergeben. Das heißt, die behalte ich dann auch. Läuft bei mir. Ich habe genau noch zwei Body Scrubs auf Reserve. Ich meine sogar, das hier ist auf. Aber das fand ich, glaube ich, nicht gut. Ja, genau. Das ist auf. Das finde ich überhaupt nicht gut und deswegen ist heute Zeit für den Mülleimer, weil das da auch, glaube ich, schon seit 100 Jahren auf ist. Zu mein Liebstes ever ever ist einfach das von Rituals. Und sobald meine anderen 700 Body Scrubs in der Dusche aufgebraucht sind, wird nur noch das hier gekauft, weil das ist the one and only. Kommen wir zum Thema Gesicht. Ich habe hier, es ist nicht mehr der Rede wert, noch zweimal einen winzigen Tropfen Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes, weil ich bin immer wasserfest geschminkt, was die Wimperntusche angeht. Und das hier werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Das sind zwei Stück, weil ich eins am Campingplatz hatte und eins eben zu Hause. Und die werden beide aufgebraucht und auch nachgekauft. Genau dasselbe Spiel mit den beiden hier. Wenn ich das hier einfach noch ein bisschen benutze, kann ich den Rest von dem in das kippen. Und ich sage euch gleich, dieses Micellenwasser werde ich nicht mehr nachkaufen. Es wird zwar noch geschätzte 4 Jahre dauern, bis ich das aufgebraucht habe, aber das macht ja nichts. Weil ich habe nämlich etwas viel Besseres gefunden. Das sieht man auch in der Füllmenge. Das habe ich noch nicht so lange, aber das liebe ich. Und das hier bringt richtig was, weil das ist richtig gut. Da merkst du, das arbeitet. Du merkst es am Hautbild. Und das ist eine ganz andere Geschichte wie das. Natürlich teurer und es ist nur die Hälfte drin, aber es ist ja völlig egal, solange es hilft. Ich weiß, Garnier ist nicht hier versuchsfrei oder nicht vegan oder sonst irgendwas, aber manche Menschen haben Probleme und die kann man nicht anders lösen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, vielleicht bin ich irgendwann mal bereit, darüber zu reden im Internet, öffentlich, vor aller Welt. Das bin ich aber jetzt noch nicht. Und deswegen ist das hier das Einzige, was mir hilft. Dann habe ich ein Fruchtsäure-Peeling von Reval de Loupe ab 30. Das ist auch schon 1000 Jahre alt. Das riecht eigentlich noch gut. Ich glaube, das brauche ich auch. Ich versuche es mal. Wenn ich keine roten Pusteln bekomme, ich wollte nämlich gerade sagen, das ist schon so lange auf.
Das kannst du nicht mehr benutzen, aber das riecht noch richtig gut. Und von daher probiere ich es einfach mal. Mit Essa Stripes. Die sind sowas von schlecht. Hier diese schwarzen von Balea, die kannst du völlig knicken. Die kommen in die Tonne. Und die hier, die sind von Balea, das sind normale, die sind gut. Das ist jetzt so mein letzter Streifen, den ich habe. Die werde ich mir wohl nachkaufen. Also wie gesagt, Tattoo-Creme zähle ich eigentlich nicht dazu, weil die brauche ich öfters mal. Dann haben wir von Aldo Vandini eine Hydro Body Fluid Creme. Habe ich auch mal geschenkt bekommen. Im Leben noch nicht benutzt. Und von daher werde ich die verschenken. Sehr stark am Aufbrauchen bin ich im Moment von Dove, die Intensive Body Lotion. Die ist relativ gut. Ebenso wie die Isana Creme Öl Lotion würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen. So, dann habe ich hier zweimal eine Balea Creme Öl Body Lotion und ich bin mir gerade nicht sicher. Ich denke, das hier war das alte Design, das hier ist das neue Design. Und wenn das neue Design genauso schlecht ist wie das alte, möchte ich beide nicht. Das hier ist noch zu und unbenutzt. Das habe ich auch nur wegen der Verpackung gekauft, weil sie so schön ist. Und ja, die hier, die ist halt eben schon echt ultra lang auf und ich mag die einfach nicht benutzen, weil sie einfach so schlecht ist und dann kann ich die hier eben auch verschenken. Dann habe ich hier zwei Stück von Rituals und die sind gut und die benutze ich. Ich habe ein B-Oil, das ich gerne aufbrauchen würde und ich habe hier auch geschenkt bekommen. Man merkt irgendwie das Schema, das ist so eine Reihe. Die Softcreme von Alverde und auch die möchte ich gerne benutzen. Die Duschgels werde ich, so wie sie sind, nach und nach aufbrauchen und benutzen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal so eine Bilanz. Ich habe mir folgende Sachen rausgesucht, die ich versuchen möchte, innerhalb der nächsten Zeit zeitig schnell aufzubrauchen, weil ich keinen Bock mehr drauf habe oder weil ich finde, es ist an der Zeit. Und zwar habe ich mir die zwei beiden halt eben rausgesucht, weil die eben schon bald fertig sind. Ich denke, so Sachen, die ein kleines Erfolgserlebnis geben, sind dann auch ausschlaggebend, dass man weitermacht. Dann habe ich mir die Mary Kay Handcreme rausgesucht, weil die halt eben auch schon wirklich, wirklich fast leer ist, wenn man sie so gegens Licht hält. Dann habe ich mir natürlich die Bodylotion rausgesucht, die am wenigsten noch voll ist und die ich echt froh bin, wenn sie leer ist, weil sie einfach nicht sehr reichhaltig ist und ich sehr Probleme mit trockener Haut habe. Das sind drei Sachen. Dann habe ich hier für die Gesichtsreinigung in dem Fall mir diese beiden, das zähle ich als eins, weil das hier ist ja doch eine einmalige Anwendung. Und dieses Fruchtsäure-Peeling möchte ich halt eben versuchen aufzubrauchen, weil das doch schon länger auf ist, bevor es mir dann doch kippt. Dann auf jeden Fall einmal eins von dem Micellenwasser von Garnier. Einmal meine flüssige Haarspülung eben, weil die toll ist und ich sie auch nachkaufen werde, wenn sie leer ist. Aber ich möchte halt das hier vorher auf jeden Fall noch aufbrauchen. Dann habe ich mir einfach mal jetzt das Deo hier geholt. Die La Roche-Posay Gesichtscreme. Eine Maske, eine Black Mineral Mask gegen Unreinheiten. Und einmal einen Fußbalsam. Ich habe noch mehrere Sachen in der Dusche stehen, die ich aufbrauche zurzeit, aufbrauchen möchte und auch dran bin. Wie gesagt, was in der Dusche steht, bleibt auch erstmal jetzt in der Dusche. Mir war es wichtig, dass ich mir das hier jetzt alles mal vor Augen hole und summa summarum sage ich euch natürlich auch, wie viele Teile es denn letzten Endes geworden sind, die gehen. Insgesamt 17 Sachen gehen. Und 10 davon, die werde ich verschenken und 7 Stück davon kommen einfach in die Tonne, weil sie schon lange auf sind, weil sie nicht für andere Leute benutzbar sind, Deo und so Sachen eben. Und das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber eben auch gerade bei so Sachen, wie gesagt, finde ich auch den nachhaltigen Aspekt doch wichtig und
es war nicht alles für die Katz, weil ich mir jetzt auch doch mal noch mal vor Augen geholt habe, was ich alles habe, wie viel ich von einem besitze und dass ich sehr, sehr lange nicht mehr zur DM muss, außer ich brauche Rasierklingen. By the way, wollte ich noch erwähnen, dass ich aber ganz glücklich bin, weil die Sachen, die gehen jetzt alle hier in mein Backup-Körbchen und das war noch nicht mal ganz leer, weil hier sind natürlich auch die Sachen von Roman drin und von daher war das auf jeden Fall schon mal ein Erfolgserlebnis. Ich habe jetzt auch so die ganzen angefangenen Sachen hier reingeräumt, einfach aus dem Grund, dass ich mich wirklich jetzt auf die Sachen konzentriere, die ich mir jetzt rausgesucht habe, einfach zum Aufbrauchen und dann nicht irritiert oder abgelenkt werde von den Sachen, die ich dann noch habe. Die rücken dann einfach nach, wenn quasi hiervon etwas aufgebraucht ist oder wenn mir etwas dermaßen auf den Senkel geht, dass ich es doch dann eben aussortiere. Genau. Irgendwie war das Video jetzt so ein bisschen wirrwarrmäßig und produktiv. Nee, nicht unproduktiv, aber ohne tieferen Sinn. Es hat irgendwie keinem so richtig weitergeholfen und mir irgendwie auch nicht. Aber es gehört zu der Reise dazu und ich hatte Bock, das jetzt zu drehen und zu machen. Und von daher habe ich es dann jetzt einfach gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr bei mir einschaltet und wir die Reise weitergehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!